Ach, endlich wieder Zwergsoft, meine Lieben. Es ist Zeit, meine Lieben, es ist Zeit für dieses wundersame, wundersame Unterfangen, das wir hier starten. Mit 9,2 Millionen auf dem Konto. Freunde der Sonne. So, jetzt muss ich Musik mal wieder ein bisschen runterdregeln, dann muss ich nicht so anschreien, weißt du, das ist für uns alle angenehmer. Ich habe sogar F6 gedrückt, extra eins mehr. Gut so. So, meine Lieben, wir haben eine Pressemitteilung für ZBüro 3. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Wir haben ZBüro 2, 11.000 aktive Nutzer. Z2D1, 86.000. Please, what? Wir haben 5.000 auf Lager. Wir halten, versuchen 10.000 zu erreichen. Okay. Und wir entwickeln gerade an ZBüro 3. ZBüro 3 ist schon super weit. Wann war das letzte Peer Review? September 88 haben wir ein Peer Review gemacht. Jetzt ist Oktober. Das heißt, noch gerade mal zwei Wochen her. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Das entwickeln wir durch. Das Ding kommt aber erst in einem Jahr raus. Das heißt, wir haben fast ein Jahr fürs Bugfixing Zeit. Leute, ein Jahr müssen wir erstmal überstehen, finanziell. Das bedeutet, der Release von ZBüro 3 ist der Meilenstein, den wir brauchen, um unsere Firma komplett aufzubauen. Also komplett in die nächste, auf die nächste Ebene zu bringen. Das bedeutet, wir fangen an, das Büro maximal, soweit es geht, eben zum Release auszubauen. Also momentan noch bis hier. Das ist so eine kleine Wegmarke. Ich möchte eher auch wieder hier so einen Zweierturm bauen. Vielleicht hier dann so eine große Fertigungshalle. Und hier dann bis hierhin so einen Turm. Und dazwischen machen wir noch ein paar Radfahrparkplätze und vielleicht ein, zwei, drei Autoparkplätze. Müssen wir mal schauen. Bauen wir dann da so hin. Also ich würde ungefähr gucken, dass wir hier so eine Werkshalle bauen mit Lieferantenparkplätzen. Hier so. Oder vielleicht hier so. Und dann machen wir da dann die Werksfertigung hin. Irgendwie so. Wir werden das schon hinkriegen. Dann kann die auch im Übrigen weg. Da kommen dann auch nochmal Parkplätze für Radfahrer nochmal her an dem Haupteingang. Dann machen wir hier den Weg weiter. So ist der Plan. Genau. Das Ganze möchte ich aber mit ein bisschen Geld garnieren. Ja, das bedeutet, wir sollten schauen, dass wir gegebenenfalls das mal uns ein bisschen ansparen, bis Z... Warte kurz, ich gehe mal nach da oben. So, vielleicht so. So, so. So vielleicht, oder? Hier so mitten rein ins Geschehen. Genau. Also ich würde das so machen. Wir werden die Ankündigung, die Pressemitteilung, könnten wir eigentlich jetzt schon rausballern. Wir haben schon jetzt 256 Follower auf ZBüro 3. Die Mitarbeiter rennen ständig in die Dusche rein. Die kriegst du da quasi nicht mehr raus. Seit wir die Duschen haben, ist quasi jeden Morgen erstmal Duschzeit für jeden. Ja? Ich lehne das im Übrigen entschieden ab. Warte kurz, wir können ja in der Früh mal gucken, wie das mit den Duschen so ist. Warte. Pass auf, jetzt gehen wir gleich mal in den neuen Tag rein. Achso, unsere Nachtschicht ist noch da. Jetzt gehen die nach Hause. So, 6 Uhr morgens. Der Radparkplatz füllt sich und die rennen erstmal alle in die Dusche, ja? Stinkbären. Es liegt nur an dem Fahrradfahren. So ist das nämlich, ne? Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir keine Fenster haben. Wir können gar nicht lüften, ja? Das könnte vielleicht auch ein Problem sein. Ein generelles Problem. Okay. Im Dezember veröffentliche ich die erste Pressemitteilung. Wir kriegen ja aktuell weiterhin. Wir erzeugen ja auf unser ZBüro 3 ja auch einen Hype. Und ich würde sagen, ein Jahr vor Release können wir. Wobei, wir könnten den Release auch halt einfach vorschieben, ne? Wir hatten den aber eigentlich aus einem guten Grund gewählt gehabt. Lass mal ganz kurz was checken. Wir können das Spiel laufen lassen, das tut nicht weh gerade. 2D-Editor. Das ist unkritisch. Hier kommt Letter 5 raus. Im Juni. Wenn wir natürlich jetzt im März rausgehen, ja, hätten wir den März, den April, den Mai und vielleicht einen Teil vom Juni noch, bis Letter 5 rauskommt. Jetzt ist natürlich die Frage,
Wie geil ist Letter 5 eigentlich im Verhältnis? Letter 3 lasse ich mir mal gar nicht mehr anzeigen. Letter 4 hat sich im Verhältnis zu uns ein bisschen besser verkauft. Letter, ja, das ist dieser Aufstrich, ne? Und da müssen wir jetzt mal gucken. Ja? Also wenn wir im März rausgehen würden, hätten wir jetzt noch ein gutes halbes Jahr Zeit, um die Bugs rauszufixen aus dem ganzen Dingens. Und wir könnten mit Letter 4, beziehungsweise Letter 4 ist jetzt auch schon eigentlich schon durch. Office 9 ist ziemlich durch, Office 10 ist noch gar nicht auf dem Markt, oder was? Kommt das jetzt? Warte mal. Wir hatten einen guten Grund dafür. Nee, wenn wir im März rausgehen, hätten wir keine Konkurrenz. Letter, das ist auch verdeckt. Warte mal kurz, schauen wir uns gleich nochmal an. Pass auf, das machen wir mal aus. Nee. Die gibt's noch nicht. Wobei dieses Overlap ist irgendwie auch irreführend, finde ich. Ich sehe das aber nirgendwo, das Office 10. Das ist bestimmt noch nicht raus. Lass mal gucken. So, warte. Office 10. Oktober 88. Das kommt heute raus. Das war der andere Release, ja. Office 10 kommt heute raus. Das ist heute auf den Markt gekommen. Deswegen sehen wir das noch nicht. Das hat keinen Verkauf, weil es noch nicht verkauft wurde. Ah, ich verstehe, I understand. Okay, alles klar. Gut. Unter dem Aspekt kommen wir damit natürlich auch gut, wenn wir im März rausgehen, weil dann ist es natürlich das schon der Hype durch. Ja. Dann pass auf, dann ändern wir jetzt unsere Z-Büro-Geschichte und wir ändern den Erscheinungstermin auf März 89. Sind Sie sicher, dass Sie den Erscheinungstermin ändern wollen? Sie haben 4 Monate, um Ihr Produkt freizugeben. Wenn Sie das Erscheinungstermin zurückschieben, werden einige Leute das Interesse verlieren. Ja. März 89, Leute. März 89. Jetzt gucken wir mal gerade in die Competition. Ja. Competition. Wo ist Office? Warte mal, vielleicht sehen wir das hier irgendwo? Nee, das sehen wir immer noch nicht. Ah ja, gut, der Tag ist noch nicht rum, warte. Ich bin interessiert. An den Verkäufen von dem blöden Ding. Warte mal, sehen wir das jetzt noch nicht oder was ist mit dem? Immer noch nicht. Nee. Aktive Nutzer. Ey, Z-Büro ist das drittmeist genutzte Office-Betriebssystem, das ist Office-Bürosoftware, also die es gibt auf dem Markt. Die drittmeist benutzte. Und die günstigste auch noch. Und die wow, Letter 4 hat sich ja mit 23 Mille auch ordentlich verkauft, ne? Aber Office 9 auch. Office 9 war sogar, ist der Platzhirsch, ne? Ja klar, die höchste Zahl ist in der Regel immer der halt auch heavy auf dem Markt performt. Mal gucken. 3-Stern-Designer-Host für noch geilere Designs. Könnte man tatsächlich schon überlegen. Mr. Bezirks Schornsteinfeger, einen wunderschönen guten Abend und vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Hi. Das Ding ist halt, das Ding an der ganzen Geschichte ist halt eins. Wir müssen halt jetzt mit dem Platzhirsch konkurrieren. Ja. Das ist natürlich die Gefahr, die dem Ganzen jetzt so ein bisschen noch einhergeht. Es hat wohl massiv Nutzer, aber es ist auf dem Markt einfach irrelevant. Wobei wir im 2D-Bereich ja auch massive Nutzer haben. Also ich bin mal, sind wir da, wie stehen wir da? Alter Schwede, guck mal unseren Markt an. Guck mal, wir konkurrieren hier mit Z2D1, konkurriert hier mit allen irgendwie. Und zwar ohne, dass wir uns verstecken müssen. Das ist halt richtig insane.
Das sind die alle, mit denen wir konkurrieren. Wir sind, haben da den höchsten Marktanteil, oder? Nee, nicht ganz, aber ein bisschen. Wir sind gut dabei. Das verkauft sich halt immer noch, weißt du? Immer noch. Wir könnten mal ein Update machen für die. Lass mal ein einfaches, billiges Update machen. Natürlich Entwicklungsserver. Jo, passt mir. Update. Lass mal ein paar Bugs rausfixen, das geht immer. So, die sind weiter. Wir treiben das System voran. Dann verhauen wir die Pressemitteilung jetzt raus, dass der Release vorverschoben wurde. Okay. Gut, dann geben wir dem Ganzen jetzt mal ein bisschen Schub. Wenn das, wir warten jetzt mal den Hype ab, der jetzt entsteht. Wir kriegen plus 9 Follower aktuell. Aber wir haben jetzt fast 300 Follower schon, was für uns, für unser kleines, was hatten wir beim letzten Mal, 20 oder so? Also das war schon viel. Man merkt jetzt, wir haben eine Fanbase, ne? Unsere Bürosoftware ist beliebt und hat eine Fanbase. Das finde ich großartig. Wir geben dann auch eine Presseversion demnächst raus. Neues 2D könnten wir auch angehen, aber wir entwickeln ja daran, ja? Also das neue 2D ist tatsächlich im, ist schon dran, ne? Also die sind schon dran. Wie viele haben wir denn hier? 133 in Warteschlange. Ja, wir kriegen ja immer noch neue. Das hätte ja keiner ahnen können, dass sich das so lange so krass verkauft. Wir machen hier eine Million, haben wir letzten Monat an dem Ding verdient. Und das ist schon echt eine Weile draußen, ne? Hat sich das eigentlich in irgendwas mittlerweile... Also, hat sich da irgendjemand darüber interessiert? Nee, ne? Also, es gibt noch keine Lizenzen oder irgendwo, wo das drinnen ist. Ist halt in allen Betriebssystemen quasi erhältlich. Das ist schon geil. Aber kann ich das irgendwie eigentlich noch porten? Nee, nicht sinnvoll. Nee, Dark Pyro, ich gebe das erst in den... Wir warten die Iteration 3 auf jeden Fall noch ab. Ich guck mal, wer ist denn der Lead-Designer von dem ganzen Ding? Inspiring? Ja, das ist schon der Paul NBG, macht das. Ja. Der kriegt das hin. Ich bin mir da sicher. Ich hab Hoffnung, Vertrauen und wünsche ihm das Allerbeste für dieses Projekt. So, wie weit... Ja, unser Support ist ein bisschen in Wallung geraten, ne? Wir haben auch nur einen Support, der arbeitet tagsüber. Wir haben nur 3 Leute, aber dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gibt es jetzt einen Support 2, die starten um 17 Uhr und dann machen wir halt unsere Bugfix oder unsere Warteschlangen rund um die Uhr. Oder nicht rund um die Uhr, ihr wisst, was ich meine. Die haben Oktober bis November. Dann machen wir hier Dezember, fangen die an. Dann haben wir halt ein schwaches Weihnachtsfest, aber dann kriegen die da wenigstens ihren Haupturlaub. Das finde ich okay. HR-Management ist drinnen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur schauen, ob wir... Haben wir im Support 1 vielleicht jemanden, der möglicherweise gut im Leadership ist? Das ist ja Zappes Team. Teamleiter. Ja, wir könnten hier tatsächlich ein Eigengewächs rausbringen. Dann würde ich aber den nehmen als neuen Teamleiter. Team wechseln. Support 2. Arbeitsfelder ändern. Teamleiter. Der kann auch noch kein Hiring, ja. Also den müssen wir erst fortbilden. Aber das kriegen wir schon hin. Hier das Problem. Die kann doch Fortbildungen machen. Ja, die machen aber nicht so schnell Fortbildungen. Gut, dann brauchen wir für Support 1 einen und für Support 2 2. Möglichst gute Leute, ne? Also pass auf. Service, Support, Gehalt, Mittel ist okay. Filtern bei Support 1. Ist da jemand richtig gut dabei? Der erste war tatsächlich besser. Hier, der da. Der großartig. Raphael. Steck mal da rein. Gut. Sind die Leute für den Support 2 auch gut geeignet? Tatsächlich sind sie das auch.
Die wären alle richtig gut geeignet. Haben wir da irgendjemanden 3 Sterne? Nee, ne? Ja, okay. Gut, dann machen wir Folgendes. Dann fangen wir hier oben an. Fähigkeit. 1. 2. Gut. Dann haben wir jetzt ein neues Support-Team. Ja, die Supporter 2 sind jetzt am Start. Die haben nicht so ganz so krasse Kompatibilität, aber das ist okay. Das ist okay. Dann müssen wir das natürlich noch festlegen. Dass auch eine Nachtteamarbeit hier stattfindet. So. Ist natürlich jetzt noch niemand da für den Support gerade, aber das ist nicht schlimm. Die kommen wahrscheinlich morgen. So, wir können den Bugfix raushauen. Ganz kurz, da sind aber noch wahnsinnig viele Bugs offen. Ich lasse den Auftrag mal ganz kurz drinnen für die Version 1.2.3 und warte mal, ob heute Abend hier noch Leute kommen und die Warteschlange weiter leer machen, weil momentan bauen sich immer weiter Bugs auf. Wir haben ja schon 200 Bugs wieder drinnen, die halt noch nicht weitergegeben worden sind. Wir haben über 100.000 Nutzer da drauf. Ist ja völlig irre. So, was haben wir hier? Alle wollen mehr Geld. Ja, okay. Stopp, dann machen wir jetzt Folgendes. Werbung. Wir schreiben hier eine neue Marketing-Team 1. Haben wir auch nur das eine? Das ist okay. Die machen jetzt das hier. Die schreiben eine neue Pressemitteilung. Die geben wir dann kurz vorher raus. Wir machen nochmal eine Werbung. Wir geben noch eine Presseversion raus. Die dürfen die dann angucken in aller Gemütlichkeit. So, heute ist der Tag, wo die fertig sind. Ich weiß, das Update ist fertig, Markus. Aber wir versuchen jetzt mit unseren Tag- und Nacht-Support-Leuten da nochmal ein bisschen was zu reißen, weil 233 Dinger in der Warteschlange heißt, da werden noch ein paar Bugs rausgefixt. Dann kriegen wir nämlich da auch ein ordentliches Bugfixing hin. Ne? Also das ist jetzt der Deal quasi, den wir verfolgen, dass wir hier quasi auch Bugfixen, ja, und dann natürlich auch einfach die Warteschlange versuchen, von Z2D1 ein bisschen abzuarbeiten. Ein bisschen zumindest. Minimal. Das ist ja völlig krass, was wir damit verdienen, ne? Das wird jetzt nicht mehr ganz so viel, vermute ich, aber... holy moly, ey. So, die Marketing-Leute sitzen da drin. Die Marketing-Leute, wo ist denn unser Support? Da, das sind die drei, das ist dieses Dreierbüro hier. Runter geht's noch nicht. Nee, tatsächlich. Why so long? Das ist halt, das Ding ist halt, runter geht's nicht. Ja, aber da müssen wir jetzt mal gucken. Noch ist Kapazität da. 200, ey, wir haben noch keins verpasst, aber das kann nicht mehr lange dauern. Ja, wir müssen schauen, dass wir die Bugs jetzt rauskriegen. Ist dummerweise jetzt Dezember, das heißt die Haupturlaubszeit für unser neues Team. Die kommen und gehen erstmal in Urlaub, weißt du? Okay. Z-Büro 3 schaut großartig aus und hat alle neuen Features in the near future. Okay, alles klar, wir sind schon guter Dinge, ne? Wir könnten unseren Konkurrenten bis Juni drucken. 288.000, denkt er, wird das. Aber das ist ein gutes Angebot, ne? Wir drucken das mal. Wir müssen aber auch tatsächlich dran denken, dass wir auch Zwergsoft Z-Büro 3 drucken können. Ich drucke jetzt mal 50.000. Das ist erstmal, wir werden das runterpacken, ja, bei Zeiten. Aber 50.000 halte ich dafür realistisch. Und Z2D haben wir 10.000 in der Mache. Das reduzieren wir jetzt mal auf 5.000. Der Hauptrun ist da durch. Haben wir noch einen Druckauftrag vielleicht noch? Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen arg viel. OptiView 6, das ist doch ein Betriebssystem. Und hier können wir noch Designs machen. Wir können auch ein Betriebssystem hier für die designen. So,
Ich hoffe, jetzt kommen mal langsam ein paar Supporter dann auch wieder. Ja, weil wir haben fast 300 Bugs noch nicht verifiziert. Und wir könnten das Update ja schon bringen. Ja, die Bugs sind ja gemeldet. Aber wir kriegen es gerade so hin, den 300er Stand zu halten mit unseren drei Leuten. Also unser Support-Team ist zu klein, ne? Und hier haben wir auch schon ein paar Bugs rausgehauen. Aber nachts ist noch niemand da, ne? Die haben entweder alle noch Urlaub. Das kann schon durchaus sein, dass die jetzt noch einen Urlaub haben, weil das der Hauptmonat ist. Ja, genau, Funbird. Das ist genau das, was ich gerade gemeint habe. Wir haben Leute, unsere Leute haben nachts aktuell, tatsächlich sind die nicht da. Die sind im Urlaub gerade. Wir haben die eingestellt, dass sie im Urlaub sind. Unser Support-Team hat insgesamt 6 Personen aktuell. Davon sind aber nur 3 da, weil die anderen 3 Urlaub haben. Wir haben aktuell 107.000 verkaufte Exemplare. 100 Bugs sind aktuell im Fixing, 300 sind noch offen. Ich baller jetzt mal das Update raus, einfach nur damit unsere Community sieht, wir kümmern uns, ja. Wir haben das nicht vergessen, wir kümmern uns. Wir machen sofort das nächste Update raus, ja. Das ist natürlich dann instant ready, weil halt keine Bugs da sind gerade, die bestätigt worden wären. Aber wenn wir jetzt wirklich mit 2 Teams Tag und Nacht an den Bugfixings arbeiten, dann sollte das auch wenigstens einen Ticken runtergehen. Ja, und da sieht man auch schon hier, werden die Bugs nach und nach gleich mitgefixt. Raum zuweisen. Achso, das könnte man natürlich Team wechseln. Stimmt, wir müssen den Nachtraum zuweisen. Aber deswegen stehen die doch nicht irgendwo rum, oder? Wir müssen dann einfach an einem freien Platz arbeiten. Ah, wir haben keine random Plätze, ne? Jetzt sind sie da. Okay, das lag an der Raumzuweisung, stimmt. Das lag an der Raumzuweisung. Ja, jetzt kommen wir hinterher. Das läuft jetzt auch gut, ne? Jetzt holen die nachts schon mal ein paar Bugs raus, damit dann die Programmierer tagsüber das wegklopfen können. Das ist gut. Die dritte Iteration ist fertig, ja. Okay. Machen wir die vierte noch? Wir haben im Mai damit angefangen, jetzt ist Januar und sind mit dem Design durch. Rumstehen mit Urlaub verwechselt. Mega! Ja! So. Aber ist auch nur einer da, ne? Naja, mal schauen. Nachtdesign, nö, das glaube ich brauchen wir nicht. Das geht jetzt relativ flott. Ne? Also die sind ja da schon relativ gut dran. Wenn die dran arbeiten, dann entwickelt sich das ja relativ schnell, oder? Ich sehe es nicht so gut. Ja, auch nicht wahrscheinlich. Die einzigen, die sich langweilen, sind die Künstler aktuell. Wie viele aktuelle Nutzer haben wir denn da? Immer noch so viele. Okay, jetzt ist die Welle erreicht. Okay, das Ding ist jetzt gebrochen. Okay. Also es ist auf jeden Fall mit 107.000 Nutzern die erfolgreichste Software, die wir rausgebracht haben. Wir drucken jetzt schon, Doc Mo. Wir haben ZBüro 3 ist aktuell schon im Druck. 50.000 Einheiten liegen schon zum Ausliefern bereit. Oder sind schon ausgeliefert sogar. Wir müssen halt einen Patch runterladen. Aber ich glaube, das könnte was werden. So, das Update, die 1.2.4-Version ist gleich durch für Z2D.
Aber wie gesagt, da sind ja aktuell noch 255 Bugs offen, die noch nicht gefixt worden sind. Haben wir welche verpasst? Null verpasste, okay. Also wir sollten das noch auf jeden Fall machen. Nee, wir kommen dem jetzt hinterher, Richard. Also wir kommen da hier schon ordentlich hinterher. Guck mal. 220 jetzt schon. Wir sind von 300, jetzt haben wir fast 100 Bugs rausgehauen. Und vor allem, es kommt nicht mehr so schnell nach. Also die werden das jetzt schaffen. Wir müssen auch ein bisschen immer an unsere Personalkosten denken, ne? Aber wir müssen auch dran denken, im März hier, da sind wir halt auch schon ready, ne? Also wir sollten auch hier mal ganz kurz sagen, das Marketing hat gerade Prio. Ja, die sollen das fertig schreiben, das Ding. Das muss nämlich eigentlich jetzt dann bald raus. Hier haben wir noch 21 Bugs, die können wir auch mal ganz kurz durchjagen. Dann für Z-Büro nochmal ein letztes Update rausbringen. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, jetzt werden hier wieder Bugs gefixt. Die Version knallen wir durch und machen dann gleich sofort die nächste Update-Geschichte drauf. Damit das immer schön im Fluss bleibt, ne? Ja, das ist schön, dass das jetzt nachts auch, dass die nachts da ordentlich drin sind. So. Ja, die Iteration geht nicht mehr voran. Ich würde auch sagen, wir lassen die weiterentwickeln. Das dauert jetzt einfach. Die hat jetzt so ein ganz, also sie ist von hier, von so zwischendrin bis jetzt zum Ende vom Z gegangen. Dauert mir zu lang. Wir entwickeln das Ding jetzt weiter. Wir packen da noch kein Release-Datum drauf. Wir machen noch nur einen Hype. Dass das gleich mal bekannt wird, das Ding. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken dann. Ich bin auch froh, wenn wir dann irgendwann Projekte oder Projektmanagement machen. Dann hast du hier die Seitenleiste nicht so voll geschmiert. So, Z-Büro. Hauen wir die Pressemitteilung raus. Nochmal kurz. Okay, es ist bekannt. Ist bekannt. Server, was ist hier? Der Entwicklungsserver ist am Ausge... Was ist da los? Keine Gnade für diesen Entwicklungsserver. Ich sag's euch, wie es ist. Dieser Entwicklungsserver kriegt jetzt einmal richtig Power. What the... Ich habe das jetzt fast verdoppelt und er ist richtig crazy unterwegs. Das ist bei 65,4% reingekommen. Uff. Tigerboy, wunderschönen guten Abend. Hi. Das ist ja mal... Das war wirklich crazy, ne? Also das mit dem Entwicklungsserver hatte ich so nicht gedacht. Nächstes Jahr gibt's neue Server. Ja, dann tauschen wir die einfach instant aus. Ne? Also auch mit den Rechner gibt ja neue Computer dann. Das ist vielleicht ganz angenehm, dass wir jetzt noch nicht erweitern, weil dann sparen wir uns das Upgraden dann pro Büro immer. Finde ich immer ganz angenehm, weil wir das nicht machen müssen. Weil die neuen Rechner ab 1990 kommen die ja dann und dann will ich auch gleich neue Rechner haben. Das ist alles soweit safe, ne? Ja. So, wir können jetzt mal ganz kurz mit einer Geschichte weitermachen. Wir machen ja jetzt Z2D2 und Z-Büro 3 gleichzeitig gerade. Das heißt, wir könnten uns jetzt überlegen, Mums, das können wir doch tatsächlich in Zukunft noch machen. Das können wir doch alles machen. Add-ons, Frameworks. Also mit Z-Büro 2 und mit Z2D. Also Z-Büro 2 ist immer noch der Verkaufsschlager bei uns. Ich würde unseren Designern gerne was zu tun geben. Aber was?
Ich meine, wir könnten unseren Designern ja mal ein Betriebssystem in die Hand geben und das versuchen jetzt endlich mal durchzusetzen.